Ich weiß nicht, wie weit ihr in der englischen Sprache oder der englischen Sprache mächtig seid. Aber Saturday war ja schon immer Sonntag, ne? Oder irre ich mich da? Weil ich habe gerade nochmal ein kurzes Päuschen gemacht, habe nochmal was gegessen und habe dann nochmal in die E-Mails geschaut, ob sich nochmal irgendwas geändert hat. Und dann habe ich die E-Mail von Dom Witting gesehen, hier, Drum Bass und Bike in Amsterdam, wo ich halt hin will. Und das Witzige ist, er legt am Sonntag auf, um 16 Uhr. Und nicht am Samstag, am Sonntag um 14 Uhr, nicht am Samstag. Warte mal, 1, 2, 3. Er legt am Sonntag um 14 Uhr auf und nicht am Samstag um 14 Uhr. Ja, also habe ich jetzt so noch mehr als genug Zeit. Theoretisch, also praktisch auch, um nach Amsterdam zu kommen. Von jetzt an sind es noch ungefähr 300 Kilometer. Aber dadurch, dass ich ja mir das Ziel gesetzt habe, bis morgen 14 Uhr in Amsterdam zu sein, versuche ich das auch einzuhalten. Und deswegen werde ich trotzdem so weitermachen wie bisher. Halt durchziehen. Verzeihung. Verzeihung, durchziehen und gucken, ob ich das Ziel erreichen kann, weil es ist irgendwie auch der eigene Anspruch an mich selbst, da ja, das zu schaffen halt. Einfach nur zu gucken, okay, wo sind meine Grenzen, kotze ich oder kippe ich einfach nur um oder steige ich vom Fahrrad und fall um, weil meine Muskulatur einfach nur sagt, nö, du, wird nicht mehr. Keine Ahnung, mal schauen. Es ist jetzt gerade so ungefähr 20 Uhr, müsste es sein. Also ich fahre gerade mitten, ja, im Schnitt zwischen 20 und 25, 20 und 30 km/h fahre ich gerade. Also jetzt nicht, aber so. Und ich glaube, wenn ich bei 25 bleibe, sind das bei 5 Stunden. Nee, warte mal. Eine Stunde 25, 2 Stunden. Dann sind das bei 4 Stunden 100 Kilometer. 8 200, 12 300. Wenn ich das jetzt mal grob überschlage, dann 20 plus 10 sind 8. 8? Nee, 12. 12. 20 plus 10. Warte mal, 20 Uhr, 24 Uhr sind 4 Stunden. Egal, auf jeden Fall sollte ich das theoretisch ganz knapp zu 14 Uhr schaffen. Sei es drum, wenn ich irgendwas in der Nacht sehe oder höre, dann wisst ihr Bescheid, melde ich mich wieder. Ihr werdet es ja eher das Filmchen in einem kompletten sehen. Von daher mal gucken.